Ja, guten Abend zusammen. Ich bin Ansgar Egerfeld vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub hier in Frankfurt und ich habe die Aufgabe heute Abend hier, die letzten Worte sozusagen zu sprechen. Es wurde vorhin schon viel gesagt darüber, wie wir in Deutschland mit dem Straßenverkehr umgehen, wie viele Opfer wir jedes Jahr akzeptieren. Und da kann man letztendlich nur den Appell letztendlich ausrichten an Berlin, an den Herrn Scheuer, der nach wie vor davon ausgeht, dass man mit 75 km/h durch eine Stadt rasen kann und es da unverhältnismäßig wäre, den Führerschein für einen Monat abzugeben. Wohlgemerkt, diesen einen Monat darf man sich sogar noch aussuchen, wann man ihn denn nehmen möchte. Das ist laut unserer Bundespolitik unverhältnismäßig, wenn man in Deutschland mit dem Auto durch eine Stadt rast. Man kann sich dieses Schlachtfeld hier angucken, man sieht die Markierungen von der Polizei noch. Das ist letztendlich leider Alltag in Deutschland, nicht nur in Frankfurt, sondern überall. Und wir haben letztendlich das Problem, dass die Leute sich so sicher fühlen im Auto, weil sie davon ausgehen, dass sie a. nicht erwischt werden und b. selbst wenn sie erwischt werden, auch nichts zu befürchten haben. Ein paar Euro Strafe, das kann jeder bezahlen, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, von Fahrverboten sind wir weit entfernt. Wir haben in Hessen, nur um einfach mal ein, zwei Sachen noch zu erwähnen, 7 Blitzer, diese Anhänger, die kennt ihr vielleicht, diese grauen Kästen, die am Straßenrand mal stehen. Damit kann man wunderbar mobil blitzen. Das ist sogar so, in Anführungszeichen, erfolgreich, dass die Gerichte inzwischen überlastet sind und die Bußgeldbehörden nicht mehr hinterherkommen mit der Bearbeitung. Und wo man merkt, wir haben 7 Stück dafür in ganz Hessen. Das heißt, in Frankfurt haben wir genau einen davon. Dazu kommt zum Beispiel, dass die Landespolizei selbst auch eine Kontrollgruppe hat, die sich mit Rasern und Posern beschäftigt. Die gibt es auch in Frankfurt und die haben genau ein einziges Videofahrzeug. Und da muss man sich schon fragen, ist es nicht gewollt, dass man die Leute erwischt oder nehmen wir es wirklich einfach nur stillschweigend hin? Und da muss man letztendlich an unsere Landespolitik appellieren, mehr Personal und auch mehr Material zur Verfügung zu stellen. Weil letztendlich... Wir sehen in anderen Ländern, wie das besser geht. Wer von euch schon mal in der Schweiz gefahren ist, der weiß ganz genau, da hält man sich an die Tempolimits, weil man a. eine relativ hohe Kontrolldichte hat und b. im Zweifelsfall das Auto vor Ort stillgelegt wird und einem der Führerschein abgenommen wird. Ganz einfach. Und als letzten Punkt noch, auch die Justiz in Deutschland ist, wenn man das mal vorsichtig formulieren möchte, sehr autofreundlich. Das heißt, selbst wenn man erwischt wird, selbst wenn man ein Bußgeld oder ein Fahrverbot bekommt oder auch jemanden wirklich getötet hat im Straßenverkehr mit seinem Auto, dann wird man davon bei den Gerichten auch noch sehr, sehr milde behandelt. Das heißt, selbst wenn man ein oder manchmal sogar mehrere Leute an mehreren Unfällen getötet hat, darf man seinen Führerschein in Deutschland noch behalten. Da muss man sich wirklich fragen, ob das ist, was wir letztendlich wollen. Und deswegen möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr heute hier hingekommen seid, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir das eben nicht akzeptieren, dass wir nicht hinnehmen, dass die Leute wirklich jeden Tag in Deutschland getötet werden und auch schwer verletzt werden. Das betrifft auch gar nicht nur die Radfahrerinnen, sondern eben auch die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, genauso wie hier das passiert ist. Deswegen der Fuß e.V. hat hier vorne auch schon, ich weiß nicht, ob man es von hier aus sieht, auch diese weiße Person aufgestellt als Gedenken für den Fußgänger, der hier schon gestorben ist. Und wir werden gleich das Ghostbike noch daneben stellen. Und genau, deswegen vielen Dank, dass ihr heute da seid. Wir müssen letztendlich gemeinsam mehr Druck machen. Deswegen will ich der Appell an euch alle, engagiert euch, schließt euch zusammen und macht Druck auf die Politik, dass sich dort etwas ändert. Weil die Probleme sind bekannt, die Lösungen sind auch bekannt, aber es wird nicht umgesetzt. Und das können wir ändern. Genau, ihr habt alle die Möglichkeiten, ihr könnt auf Demos gehen, ihr könnt wählen gehen, es sind nächstes Jahr auch wieder Wahlen. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich wirklich einzubringen. Von daher, wie gesagt, gedenkt ruhig noch ein paar Minuten hier den Leuten, die hier gestorben sind.
Und dann anschließend wünschen wir euch natürlich eine gute und vor allem sichere Heimfahrt, in der Hoffnung, dass ihr alle sicher nach Hause kommt. Dankeschön.